Dann haben wir jetzt noch ein bisschen was abzustimmen. Um das zu beschleunigen, würde ich den Tagesordnungspunkt und die Drucksachennummer vorlesen. Dann wissen Sie auch alle, um was es geht. Tagesordnungspunkt 25, Drucksache 2021-93 zu 2021-19. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Herr Günther Rudolph. Frau Präsidentin, wir bitten, die Buchstaben A und B, warum auch immer, getrennt abzustimmen. Ich habe es gar nicht. Umwelt. Aber jetzt stimmt auch unterschiedlich ab. Dann machen wir das so. Dann stimmen wir die Ziffer A der Beschlussempfehlung ab. Wer der Ziffer A der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU, Bündnis 90 die Grünen und der Linken. Wer ist dagegen? Das sind die Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD und der SPD. Damit ist die Ziffer A angenommen. Dann lasse ich jetzt über Ziffer bisschen mehr Ruhe. Über Ziffer B abstimmen. Wer der zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU, der Grünen und der Linken. Wer ist dagegen? Die Freien Demokraten und die SPD. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist die Ziffer B auch angenommen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 26, Drucksache 2091-94 zu 2021-39. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU, der Grünen und der Linken. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD, der Freien Demokraten und der SPD. Wer enthält sich? Niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 27, Drucksache 2022-02 zu... Entschuldigung, Herr Lenders. Frau Präsidentin, auch hier hat die Beschlussempfehlung Groß A und Groß B. Und wir möchten bei Groß A die Punkte A und B dann abgestimmt haben. Nee. Also Groß A möchten Sie abstimmen. Klein a geht ja gar nicht. Also A und B getrennt abstimmen der Beschlussempfehlung. Ja. Also sonst müssten wir die ganze Beschlussempfehlung noch mal aufdröseln. Ich stimme jetzt über die Punkt A der Beschlussempfehlung ab. Wer der zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU und der Grünen. Wer ist dagegen? Die Fraktion der Freien Demokraten und der SPD. Wer enthält sich? Das ist die AfD und die Fraktion der Linken. Damit ist der Punkt A der Beschlussempfehlung angenommen. Jetzt stimme ich über Punkt B der Beschlussempfehlung ab. Wer dem seine Zustimmung gibt, ist die Fraktion der CDU und der Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der SPD. Wer enthält sich? Die Fraktion der AfD und der Linken. Damit ist die Beschlussempfehlung in Punkt B. Die Freien Demokraten habt euch doch umbenannt, enthalten. Gut, haben sich enthalten. Und jetzt stimme ich es noch mal ab. Also, was habt ihr jetzt davon? Wer der Beschlussempfehlung Punkt B zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die CDU und die Fraktion der Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der SPD. Und wer enthält sich? Das ist die Fraktion der AfD, die Freien Demokraten und die Linken. So, damit ist die Beschlussempfehlung Punkt B angenommen. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 28, Drucksache 2022-03 zu 2021-18. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer ist dagegen? Die Fraktion der AfD und der Freien Demokraten. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD und der Linken. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 29, Drucksache 2023-20 zu 2021-21. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD, der Freien Demokraten, der CDU, der Grünen. Wer enthält sich? Wer ist dagegen? Die Fraktion der SPD und der Linken. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 39, Drucksache 2023-88 zu 2016-48. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich das Handzeichen. Das ist die Fraktion der AfD, der Freien Demokraten, der CDU, der Grüne und der SPD. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der Linken. Und damit ist die Beschlussempfehlung angenommen.
Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 39, Drucksache 20-2388 zu 20-16-58. Oh, Entschuldigung. Es machte mir so viel Spaß. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 41, 20-2413 zu 20-2117. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Freien Demokraten, die CDU, die Grünen und die SPD und die Linken. Wer ist dagegen? Das ist die AfD-Fraktion. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Jetzt sind wir am Ende der Tagesordnung angekommen und ich kann Sie noch darauf hinweisen, dass der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss sich im Sitzungsraum 501a zusammenfindet. Den anderen wünsche ich einen schönen Abend.